Der Nachwuchskader des SV Großgrimma war am 15. Februar angetreten, sich auf Hohenmölsener Parkett mit Gästen aus dem Burgenlandkreis und der Umgebung zu messen. Also heute haben wir unser letztes Turnier von SV Großgrimma. Organisiert hat es der Verein und die F-Jugend, das ist Jahrgang 2006-2005. Und Fußball spielen wir, um Bewegung für die Kinder zu bringen, weil bewegen tun sich die Kinder heutzutage sehr wenig, muss ich mal sagen. Und vom Fernsehen, Playstation, wie gesagt, kann man in der Freizeit zu Hause mal zwischendurch machen, aber ist auch gut für die Gemeinschaft. Man weiß, man hat zum Beispiel Training immer montags und mittwochs, egal ob Sonne scheint, ob es regnet, ob es schneit. Man kommt halt, man freut sich und ist halt eine gute Abwechslung für den Stress, den die Kinder auch im normalen Leben haben, ob es Schule ist. Eingeladen und gekommen waren Mannschaften des TSV Markkleeberg, der SG Teuscher Nessa, der JSG Elsteraue, von Rot-Weiß Weißenfels und der SG Bad Bibra-Saubach. Wir haben eine Einladung bekommen von SV Großgrimma und der sind wir gerne nachgekommen, weil das auch das letzte Turnier ist, was wir spielen. Danach geht es auf dem Feld weiter und da holen wir uns dann bei solchen Turnieren auch noch die notwendige Kondition. Da ist also nichts zum Training mit Runden laufen, das machen wir hier mit dem Ball. Es läuft ganz gut, wir haben das erste Spiel gewonnen und ich denke mal, dass wir so unter die ersten drei Plätze schaffen. Ja, das hat die Mannschaft auch drauf. Beim Tabellenergebnis hat der SV Großgrimma die Gäste in die Zange genommen. Platz 1 sicherte sich SV Großgrimma 1, gefolgt von Rot-Weiß Weißenfels und der SG Bad Bibra-Saubach. Platz 4 ging an die JSG Elsteraue, auf Position 5 folgte die SG Teuscher Nessa vor dem TSV Markkleeberg. Die Zange zu machte auf Platz 7 die zweite Mannschaft der Gastgeber. Also SV Großgrimma hat guten Nachwuchs. Wir haben zum Beispiel jetzt, wir haben eine Bambini, wir haben eine G-Jugend, wir haben zwei F-Jugend. Es geht hoch bis ins C-B-Jugendalter. Das hört sich gut an, allerdings. War erst Artikel in der Zeitung gewesen, mit den Trainern sieht es sehr schlecht aus, weil die machen das aus ihrer Freizeit, die setzen das zu. Wie ich zum Beispiel, ich arbeite in einem Drei-Schicht-System. Das heißt, es werden dann Dienste getauscht, um hier da zu sein. Ich muss nachher auch gleich auf Arbeit hinterher. Es wird halt Nachtschichten, da bleibt man halt mal kurz auf. Geht dann hinterher schlafen, aber es macht halt viel Spaß. Die Kinder entwickeln sich, man ist halt jedes Wochenende unterwegs. Es geht auch für die Familie ein bisschen dann drunter und drüber, aber ich muss sagen, ich mache es gerne. Das zeigt sich auch in einer neuen Vereinshymne des SV Großgrimma, die die Trainer selbst getextet hatten und die über den Verein bezogen werden kann. Doch all jene, die der Spielkonsolen überdrüssig sind, Nachwuchs ist bei den Vereinen immer gern gesehen, sowohl bei den Spielern als auch bei den Trainern und Organisatoren.